Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin. Erfahren Sie das Top-Thema aus dem aktuellen Heft noch bevor Sie es in Händen halten. Monatlich beleuchtet unsere Redaktion einen neuen Trend, eine neue Herausforderung oder Chancen für das deutsche Handwerk. Mit Hintergrundinfos direkt aus der Redaktion. Servus und hallo zur August-Ausgabe 2024 von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin. Mein Name ist Ramon Cadell. Ein paar Sekunden in die Augen schauen und dann den Blick wandern lassen zu den nächsten Augenpaaren. Gut, für den Podcast kann ich mir das natürlich sparen, aber für die Moderation von Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen ein wertvoller Tipp. Warum ich Ihnen das jetzt erzähle, das ist etwas, das ich von meiner letzten Fortbildung in Sachen Moderieren mitgenommen habe. Und genau darum soll es jetzt gehen in dieser Podcast-Folge, nicht ums Moderieren, sondern ums Thema Weiterbildung. Denn wer im Handwerk nicht weiterbildet, verliert im Zuge neuer Materialien und Techniken schnell die Relevanz am Markt. Und wer die sogenannten Soft Skills seines Teams aus dem Blick verliert, kämpft schnell mit einer missmutigen Mannschaft. Mit welchen Formaten Chefs ihr Team aufschlauen können und wie sich diese in den Betriebsalltag integrieren lassen, hat unsere Autorin Jennifer Schwatz für die Titelstory der August-Ausgabe recherchiert. Hi Jennifer, freut mich, dass wir uns mal wieder hören. Bevor ich die Frage nach dem Wie stelle, erstmal das Warum. Warum ist denn Weiterbildung auch im Handwerk so bitter nötig? Ja, grundsätzlich ist ja im Handwerksbetrieb immer irgendwas. Das darf aber auch nicht als Ausrede gelten, wenn es um Weiterbildungen geht. Und dafür gibt es ganz verschiedene Gründe, die meine Kollegin Jeanne Wellnitz und ich zusammen erfahren haben. Fachliche Weiterbildungen zum Beispiel können Chefs neue Märkte und Angebote erschließen. Sie können sich von der Konkurrenz damit absetzen. Und egal ob Hard- oder Soft-Skills, Weiterbildungen sind auf jeden Fall auch ein Plus in der Suche nach Mitarbeitenden und motivieren das bestehende Team. Wenn jetzt das Bewusstsein da ist, ja, ich möchte meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterbilden, wie finde ich denn heraus, wo der Schuh am meisten drückt? Sollte ich da Statistiken wälzen oder vielleicht einfach das Team befragen? Ich meine, die betrifft es ja letztlich auch, oder? Ja, also die Chefs sollten unbedingt die Mitarbeiter fragen. Für die soll die Weiterbildung schließlich auch sein. Die wissen oft am besten, welche Skills ihnen im Alltag fehlen. Und wenn sie sich selbst ein Thema für die Weiterbildung ausgesucht haben, dann sind sie meist noch motivierter beim Lernen. Okay, jetzt haben wir also einen weiterbildungswilligen Chef, einen weiterbildungswilligen Mitarbeiter. Wahrscheinlich die Königsfrage, wie finde ich jetzt das richtige Weiterbildungsformat? Ja, so pauschal kann man das natürlich nicht ganz beantworten. Es hängt vor allem von der Betriebsstruktur ab. Wir haben für die Leser dafür einen Infokasten im Text untergebracht. Das Wichtigste, was uns die Experten mitgegeben haben, war: Handwerker arbeiten und lernen mit den Händen. Das heißt, für die meisten Betriebe bieten sich klassische Schulungen mit Praxisanteil gut an. Für zwischendurch sind zum Beispiel Videos eine gute Alternative. Darin macht zum Beispiel der Chef vor, wie es geht, der Mitarbeiter kann es direkt nachmachen. Ansonsten kommt es auf die Mannschaft an. Handbücher und Wikis können auch gute Weiterbildungstools für den Alltag sein. Sie sind aber eine große Hürde für Menschen, die zum Beispiel erst Deutsch lernen oder eine Leserechtschreibschwäche haben. So etwas müssen Chefs auf jeden Fall berücksichtigen. Ja, alles tolle Ideen. Jennifer, bevor ich jetzt wieder Leserbriefe bekomme, wann man das denn jetzt alles wieder machen soll, gleich mal direkt die Frage, wie kann ich Weiterbildung denn so organisieren, dass es auch zeitlich in den Betriebsalltag passt, also dass es sich zeitlich dennoch ausgeht? Ja, das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, die wir den Experten auch gestellt haben. Allgemein haben ja Handwerksbetriebe im Normalfall wenig Zeit für Fortbildungen, aber man kann das organisieren. Also wie das genau funktioniert, haben wir ebenfalls in der Titelstory erklärt anhand einer Checkliste. Und im Kern gibt es zwei Wege. Wenn es um ein- oder mehrtägige Weiterbildungen geht, sollten Geschäftsführer die einfach so früh wie möglich einplanen. Weil wenn das erstmal im Kalender steht, dann lässt sich auch viel leichter drumherum planen. Dann gibt es aber auch noch viele kleine Einheiten. Zum Beispiel könnte in der wöchentlichen Teambesprechung immer ein anderer Mitarbeitender davon erzählen, was er diese Woche gelernt hat und damit auch alle daran teilhaben lassen. Das können so eine Lehre aus dem Kundenkontakt sein, wie ich habe gemerkt, das funktioniert besonders gut, das kam gut an. Es kann aber natürlich auch etwas Fachliches sein, was man aufgeschnappt hat oder in der Praxis gelernt hat. Hast du denn ein paar Best-Practice-Beispiele aus der Titelstory mitgebracht, die das Thema Weiterbildung schon, so wie du es gerade beschrieben hast, vorbildlich angehen?
Ja, na sicher. Zum einen wäre da Thorsten Drewes mit der Geitec GmbH. Er hat mit seinem ITler zusammen Lernvideos für die interne Software gedreht. Das heißt, alle bekommen Videos, die sie jederzeit anschauen können. Zusätzlich schult er aber im Betrieb auch noch alle Neuankömmlinge 2 Tage lang selbst. Also immer, wenn jemand Neues anfängt, muss er erstmal 2 Tage lang in die Schulung und danach geht es raus zum Kunden. Und da kam es in der Vergangenheit schon mal vor, dass ein Kollege auch ohne Protokoll und Kundenunterschrift zurückkehrte. Das passiert heute aber nicht mehr, weil es eben diese Videos gibt, die die Mitarbeitenden eben jederzeit anschauen können. Das heißt natürlich im Betrieb, zu Hause, aber auch direkt beim Kunden, wenn etwas ist. Sie können sich aber auch, wenn es schnell gehen muss, die PDF-Zusammenfassung durchlesen. Und Michael Christmann von Stuckbels, der geht die Sache noch mal ein bisschen anders an. Mit dem hat meine Kollegin Jeanne gesprochen. Bei ihm muss jedes Teammitglied 3 Fortbildungen im Jahr machen. Das hat er für sich als Regel festgelegt. Und sein bislang größter Erfolg war aber der Abklebekurs. Man sollte denken, Stuckateure wissen, wie man abklebt, aber wenn das halt besonders präzise macht oder je nach Situation das richtige Band verwendet, dann lässt sich richtig viel sparen. Und das hat sich also direkt für ihn ausgezahlt. Ja, wow, also da bin ich echt beeindruckt, welche Facetten das hat und wie diese Betriebe das Thema Weiterbildung angehen. Absolut vorbildlich, sicher auch eine gute Inspiration für unsere Hörer. Manchmal braucht es allerdings ja auch mehr als nur Inspiration. Irgendwer muss ja den Spaß auch bezahlen. Aber ich glaube, da gibt es gute Aussichten auf Fördermittel, oder? Ja, da gibt es eine ganze Menge und dafür haben wir auch eine große Tabelle recherchiert. Auf Bundesebene gibt es vor allem 2 wichtige Förderungen von der Bundesagentur für Arbeit. Die anderen gelten immer nur für das eigene Bundesland. Da müssen Chefs also mal reinschauen, was für sie da in Frage kommt. Und wenn mir das alles zu unübersichtlich ist, gibt es Beratungsstellen, gibt es Hilfen, hilft mir die Kammer oder auch andere Organisationen? Ja, zum einen kann man sich immer an das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, kurz KOFA, wenden, aber auch die Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk ist ein guter Anlaufpunkt. Und noch dazu geben sich viele Handwerkskammern große Mühe beim Thema Weiterbildung. Wir haben zum Beispiel mit Anselm Bertram von der Handwerkskammer Köln gesprochen und die bieten sogar maßgeschneiderte Weiterbildungen für Betriebe an. Also nachfragen lohnt sich. Ja, gute Hinweise. Da gibt es dann ganz tiefe Einblicke. Durchblick liefert aber natürlich auch schon die Lektüre unserer Titelstory. Du kennst das schon, meine Standardfrage in 2 Sätzen. Warum sollte man diesen Beitrag im Heft unbedingt lesen? Bildung bringt immer was, und zwar dem Betrieb und der Belegschaft. Wenn Betriebe gar nichts anbieten, verlieren sie im Zuge neuer Materialien, Techniken einfach die Relevanz am Markt. Und wer nur die Pflichtveranstaltungen absolviert, hebt sich nicht von der Konkurrenz ab. Und man muss auch sagen, die Mitarbeitenden werden über kurz oder lang vielleicht auch missmutig. Mittlerweile sucht jeder Fachkräfte und freut sich. Besser ist es also, Weiterbildungen anzubieten und gezielt zu fördern. Es muss ja auch nicht immer das ganze Team zur gleichen Fortbildung. Das kann auch sinnvoll sein, aber gerade bei teuren Fachfortbildungen kann es ausreichen, nur einen zu schicken. Das zeigt dem ausgewählten Mitarbeiter dann direkt, hey, ich glaube an dich, du bist mir wichtig. Und er kann nach der Weiterbildung sein Wissen ans Team weitergeben, sodass alle etwas davon haben. Vielen lieben Dank dir, Jennifer. Also ganz tolle Ideen. Da kann ich dir natürlich nur zustimmen. Mir hat meine eingangs erwähnte Weiterbildung jedenfalls sehr geholfen und ich glaube, das ist durchaus in den meisten Fällen auch so. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa 4 Wochen. Bis dahin alles Gute, einen schönen Sommermonat August und fördern Sie unbedingt Ihre Mitarbeiter. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin.